Recht herzlich willkommen zur 18. Folge von Factorio. Ja, wir sind da drin in dem Spiel. Ich drücke immer die falschen Tasten. Die Falltasten sind es nicht, um das Mannequin zu bewegen, sondern WASD. Gut, alles dreht sich, alles bewegt sich. Sieht richtig gut aus hier jetzt so. Weiß aber nicht, ob es richtig gut ist. Da kommt ein roter Trank. Wo sind die grünen Tränke? Auch schon mal hier unterwegs? Gute Frage, ne? Sehe keine. Wir werden hier unten gemacht, oder? Ne, oder? Ne, da werden Elektrobauteile gemacht. Aber die kommen auch nicht raus. Ja, steht jetzt an Stahlplatten. Ist das so richtig, was wir machen? Tja, keine Ahnung. Gucken wir mal weiter. Hier haben wir was gebaut und da wird ein roter Trank gerade aufs Band gelegt. Wird aber nicht da abgenommen. Da fehlen die grünen Tränke bei beiden. Die werden hier gemacht. Da fehlt es aber an Robotern. Und ist auch gerade keiner unterwegs, ne? Grüne Tränke. Fließbänder. Rote Tränke. Roboter werden hier unten beim Blauen gemacht, oder? Jupp, dafür fehlen auch Eisenplatten wieder. Ah, die Eisenplatten, das war hier schon mal bei den Öfen so ein Problem, ne? Ich erinnere mich schwach. Weil hier irgendwas falsch eingelagert wird. Irgendwas passt hier nämlich nicht. Hier, seht ihr das? Da liegen immer Eisenplatten drin, die da eingeschmolzen werden. Das ist ein Bug. Ja, der wird sofort wieder rausgenommen. Ich weiß aber nicht, was gemacht wird. Man sieht es nicht. Hier kommt jetzt gerade Kupfer rein. Ah, hier kommt Eisen rein. Das ist die Frage, ob da genug Eisen ist, ne? Ja. Läuft wohl, ne? Hier ist Kupfer dran. Aber wir haben ja noch mehr Öfen hier unten. Was passiert denn hier? 100 Kupfer. Kupfer ist noch dran, okay. Ah, da war doch gerade schon wieder ein Fehler. Guck hier, wieder zwei Eisen drin. Ich habe aber kein Eisen, kann ja auch nichts reintun, ne? Hier ist auch voll. Da wird nicht mehr abgelegt. Keiner weiß warum. Weil das Band voll ist, oder? Ja, das heißt, wir müssen dort umbauen. Damit das funktionieren kann. Ich würde jetzt sagen, wir machen hier das Band lang. Das Hauptband. Da geht natürlich nicht, ist auch klar. Ich glaube, der braucht da gar nicht sein. Das ist auch gut. Dann machen wir den dahin. Und machen den weg. Den weg. Drehen hier um. Machen es so. Das läuft schon mal. So, oben brauchen wir jetzt so einen Verteiler. Hier auch wegnehmen. Jetzt habe ich was weggenommen, glaube ich. Ne, da wollen wir richtig her und ich will den haben. So. Jetzt
müssen wir nur gucken. Ah, wir müssen das nochmal wegnehmen. Den auch. Da bauen wir den Verteiler hin. Wo ist er? Da ist er. Machen wir so. Und müssen natürlich hier so hin. Nee, so. So, jetzt läuft's da richtig. Und, ach so, nee, da muss auch noch was hin, ne? Ja, das war jetzt voll falsch. So, jetzt sollte der Verteiler auch funktionieren und unsere Dinger sollen auch ablegen können. Funktioniert, oder? Alles gut. Den können wir wegmachen, weil wird nicht gebraucht, oder wie? Der kann auch raus. Es ist hier wieder was faul, ne? Siehst du? Da auch. Da auch. Und dann ist da auch was faul. Super. Das läuft. Hier ist was faul. Da darf kein Eisen rein, keine Eisenplatten. Was soll der Blödsinn? Voll der Bug. Ja, und schon geht nichts mehr, weil überall Eisenplatten drin sind. Ja, und wie kriegen wir das hin, dass das jetzt vernünftig funktioniert? Und wieder eine Eisenplatte drin. Wie soll ich den Bug wegkriegen? Gar nicht. Ist ja voll doof, ne? Die hier, die sind wohl in Ordnung, oder wie sehe ich das? Das läuft. Warum die da nicht laufen? Keinen blassen Schimmer. Kann ich da was reintun? Na, jetzt läuft er erstmal. Der packt sie weg und der kriegt doch nur die rein. Keine Ahnung. So, jetzt sind die da drinne. Aus diesem Grund sollte nur das reingehen, oder? Und hier ist das gleiche in Grün passiert. Jetzt nehmen wir die da weg und fertig. Und da ist jetzt auch passiert. Naja, ich weiß nicht, wie es besser werden soll. Der läuft. Der läuft. Der läuft. Ja, vielleicht läuft's, ich weiß es nicht. So, wie sieht die Produktion hier unten aus? Hier fehlen Stahlplatten. Und dort auch. Die sollten aber irgendwann hier vorbeikommen. Und eigentlich müssen wir hier nur wegnehmen, ne? Fällt mir gerade so auf. Weil wenn wir das hier wegnehmen, sollte das eigentlich hier lang laufen, ne? Mhm. Die kommen zusammen, laufen hier vorbei und werden darüber gemacht, egal.
Hatten wir es letztens vor, nicht hier irgendwo runterzubauen. Auf jeden Fall tuckern sie. Ich glaube, wir machen das auch hier. Jetzt haben wir hier nicht so viele Bänder, ne? Doch, haben wir. Passt. So. Dann würde ich sagen, müsste der eigentlich weg und müsste dahin. Und dann müsste der nach unten laufen und so laufen. Dann könnte ich eigentlich den hier wegnehmen und dorthin bauen. Macht er das jetzt? So, hier sollen es grüne Tränke werden, aber dafür gibt es keine Stapler. So, der kann weg. So, dann brauchen wir da eigentlich gar keinen mehr. Können wir so machen. So, das wegräumen. Alles gut, oder? Jetzt haben wir hier einen Stau gemacht. Der kann nicht ablegen. Die linke Bahn ist frei und die wird nicht benutzt. Das ist wieder unverständlich, oder? Eisen kommt. Jetzt bewegt sich, okay. So. So, jetzt passt's wieder. Gehen wir gerade aufräumen. Jetzt hat da einer was weggeräumt. Die funktionieren aber alle nicht. Warte mal. Der nimmt, der gibt. So passt's, oder? Jetzt müsste hier, oh nee, läuft. Speicher ist. Okay, Förderbänder werden gemacht. Tränke nicht, weil es keine Roboter gibt. Und die sind hier. Und die Roboter gibt's nicht, weil keine Platinen da sind. So. Machen wir dahin. Und da produzieren wir. Platinen brauchen wir, ne? Genau. Die. Genau. Und dann brauchen wir Eisenplatten. Und das. So, jetzt werden Platinen hergestellt. Jetzt müssen wir nur gucken, dass die auch rausgemacht werden. Warum geht das jetzt nicht? Okay, weil wir keine Möglichkeiten hatten, da hinzukommen. Der ist definitiv andersrum, ne? Und dann kann der da weg. Der Mast muss woanders hin. Reicht das noch? Ja, sieht so aus. So. Jetzt packt er die Kräne weg. Die müssen dahin, aber das dauert ja ewig.
Das würde bedeuten, der muss da weg. Und der muss da unten hin. So. Und der macht's da hin und der macht's da raus. Jetzt müssen wir nur festlegen, was der macht. Und zwar die roten Tränke. Ah ne, die roten nicht, die grünen Tränke. Förderbänder. Und schon läuft die Sache. Der muss die Roboter kriegen. Nichts auch weg. Hier läuft nichts mehr. Ah, hat er gemacht. Da werden Roboter gemacht. Aber es fehlt an Stahlplatten. Ja, jetzt werden wieder Roboter hergestellt. Okay, und die werden dann auch abgenommen. Dann gibt es auch grüne Tränke. Kriegen wir aber komischerweise nicht aufs Band. Schwierig, ne? Das Band stockt. Kriege ich das irgendwie hin? Die Produktion hier, ne? Das ist ein bisschen das Problem, oder? Kriegen wir das jetzt hin oder nicht? Ich krieg's nicht hin. Der grüne Trank geht da nicht abgesetzt, weil das Band so schnell vorläuft. So, was fehlt hier, dass er bauen kann? Roboter. Tja. Und die werden da produziert. Nein, nein, die werden da produziert. Und da fehlt's jetzt an Zahnrädern. Roboter werden gemacht. Naja, es läuft auf jeden Fall was weiter. Wie schaut's aus mit... Ja. Fehlen die grünen Tränke. Und er nimmt immer nur die eine Seite ab, ne? Hier wird auch nur die Seite abgenommen mittlerweile. Das andere ist schon voll. Da sind 108 Teile drin. Auch schön, ne? Die fehlen jetzt hier. Ja, jetzt geht's hier gerade voran, ne? Schwierig, sehe ich gerade, ne? Die werden ja nicht mehr hiervon bedient. Das heißt, naja. Irgendwann haben wir Roboter im Kreislauf, die da gar nicht runtergenommen werden. Kann das sein? Der nimmt sie, der wird so runter. Aber hier passiert nichts mehr. Da müssen wir da doch noch einen hinsetzen. Tja, und da? Wahrscheinlich nicht, oder? Ja, da kommen auch gar nicht die Förderbänder vorbei, oder? Krieg ich den da hin? Ja. Dann muss der da hin.
Falls da was vorbeikommt, wird dann auch bedient. Okay. Ich hoffe, das wird mehr. Bin mir aber nicht sicher gerade. Sieht irgendwie mager aus hier, ne? Jetzt habe ich da was reingelegt. Ist hier irgendwo ein grüner Trank? Nicht wirklich. Da unten. Ja, gut. Ja, es läuft auf jeden Fall. Ob gut oder schlecht, keine Ahnung. Wir werden das beobachten müssen. Ich sehe schon schlecht eher, weil hier geht ja nichts mehr raus. Das funktioniert also nicht. Haben wir noch so ein Teil? Ja, wir haben sogar zwei Teile. Das würde für mich bedeuten, dass ich sagen würde, wir machen hier noch so ein Teil hin, ne? Förderbänder sind auch vorhanden. Drehen. Ne, das war noch so rum. So rum. So. Und so. Und jetzt müssten die Tränke da eigentlich langkommen. Der kann weg. Der kann gleich auch weg. Sobald einer aufgerückt ist. So, jetzt müsste es gehen gleich. Komm schon. Ah, guck mal, der geht nicht weg, aber ist nicht schlimm. So, passt's. Naja, es dauert zwar jetzt eine Weile, aber irgendwie wird's schon gehen. Die Teile müssen halt hier weiter rutschen, ne? Hier fehlt jetzt ein Roboterarm. Ich habe auch gerade keine. Höchstens die, aber die könnte ich jetzt bauen. Ne, das will ich auch nicht. Aber ich könnte die da hinlegen. Und dann darüber legen. Fertig. Passt. Ja, dann werden wieder Tränke gebaut. Also alles gut. Oder? Oder vielleicht auch nicht. Wieso hebt er das dann nicht auf? Jetzt ist es aufgehoben, okay. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt gut oder schlecht ist, wie es hier läuft, aber es läuft gerade. Hatte ich schon mal gesagt, glaube. Ja. Hier kommt jetzt zurzeit nichts mehr, weder... Ah, das Eisen ist auch schon leer. Das bedeutet... Wir bauen den erstmal dahin, oder? Dann gucken wir, wie er läuft. Ja. Das wird sich dann auch zurückstauen, aber ab und zu kommt ja auch mal was anderes durch. Gut. Dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.